Wenn es eine Liste First Mover der neuen Arbeitswelt gäbe, dann stünde er drauf. Wenn es ein frühes Buch über alternative Führung in der mittelständischen Praxis gibt, das ihr gelesen haben solltet, er hat es geschrieben. Wenn es einen Gesprächspartner gibt, der einen mit seiner nüchternen und doch zukunftsoptimistischen Art immer wieder überrascht, dann ist das dieser Unternehmer. Ja, und wenn ihr nach all diesem fröhlichen Trommelwirbel wissen wollt, wer dieser Detlef Lohmann eigentlich ist, wie er denkt und sein Wissen über Arbeit, Zusammenarbeit und Führung teilt, dann, ja, dann solltet ihr diesen Podcast jetzt weiterhören. Ihr hört das Community-Radio von Expedition Arbeit, dem Netzwerk zur Gestaltung der Arbeitswelt. Jeden Montag erscheint dieser Podcast und präsentiert Nachrichten und Meinungen aus der Welt der Arbeit und Zusammenarbeit. Mehr Informationen findet ihr unter expedition-arbeit.de und bei LinkedIn. Und jetzt am Mikrofon Florian Stettler. Liebe Community-Radio-Anhängerschaft, liebe Mitglieder und Gratis-HörerInnen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für mehr wirksame Arbeit, ausgesprochen schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser leicht verspäteten, aber nichtsdestotrotz mit viel Herzblut produzierten und geschnibbelten Sendung Nr. 185 des Senders, der euch mindestens einmal, manchmal auch mehrmals pro Woche mit aktuellem und langfristig Wissenswerten aus dem Kosmos der Lohn und manchmal auch anderer Arbeit versorgt. Mein Dank geht an all die fleißigen Mitglieder der Community-Redaktion, an alle Community-Event-OrganisatorInnen und heute ganz besonders an Julia Henke, die wieder mal die Vorbereitung und die Gesprächsführung für eine unserer Online-We-Sessions übernommen hat. Bevor ihr gleich dem Gespräch und der anschließenden Diskussion mit den virtuellen Gästen und unserem Gast Detlef Lohmann von der Firma AllSafe lauschen könnt, hier noch die aktuellen Veranstaltungshinweise, Stand 18. April 2023. Teil 1, die Online-Sessions, die wir regelmäßig via Zoom abhalten. Am Mittwoch, den 19.04. wird uns Marc Poppenborg, Co-Founder von Intrinsify und Expedition Arbeit, besuchen und wir werden uns über das Unternehmertun unterhalten. Am Freitag, den 21.04., 13 bis 14 Uhr, die allererste We-Session, die nicht an einem Mittwochabend stattfindet. Danke auch hier Julia Henke fürs Einfädeln und das spannende Thema 50 Shades of Feedback. PS, weitere Freitagssessions findet ihr im Eventkalender auf der Website. Am Mittwoch, den 3.5. ist es die viel diskutierte und gefragte Theresa Hertwig, die Ralf Hase zur We-Session und zum Thema Produktivität braucht kein Büro eingeladen hat. Am Mittwoch, den 10. Mai, stellen Christina Grobendorfer und ich dann das erste Mal live die neue Community-Radio-Kolumne Denkfallen in der Führungspraxis vor. Herzlich willkommen auch nochmal hier in der Community-Redaktion, liebe Christina. Am Mittwoch, den 17.05. erwartet euch ein echtes Schmankerl aus der Welt des Sports. Wenn alles klappt, werden Stefan Kermers und ich eine Trainerlegende zum Thema Teamwork und Führung befragen. Mehr in Kürze. Und schließlich am Mittwoch, den 24. Mai, sprechen wir mit Carsten Schermuli über seine Bücher New Work Utopia und New Work Dystopia, zwei auffällige Neuerscheinungen des umtriebigen Professors in Sachen Zukunft der Arbeit. Mann, die Liste wird auch immer länger. Also gibt's die Community-Events-Empfehlungen nach dem Gespräch. Die nächsten drei im April und Mai seien jetzt schon mal genannt, damit ihr sie auch garantiert nicht verpasst. Da wäre das erste am 29.04.2023 das Expedition Arbeit Basecamp Franken in Fürth zu Gast bei der Brand Ad AG. 29. April sichert euch jetzt noch Tickets bei Eventbrite. Am 5.5., also quasi eine knappe Woche später, findet in Bonn am Rhein das VUCA-Welt-Barcamp statt. Gemeinsam mit den Organisationsgestaltern von Manfred Brandstätter und Alpha Inspiration sind wir da Co-Veranstalter, Co-Gastgeber und auch hier gibt es schon Info und Tickets über VUCA-Welt.de, VUCA mit K geschrieben. Und schließlich am 11. Mai Augenhöhe Camp in Hamburg. Machen wir auch in Co-Gastgeberschaft. Wir freuen uns sehr. Silke Leunstra wird moderieren. Das wird großartig. Am 11. Mai 2023 Tickets auch bei Eventbrite.
jetzt aber rüber zu unserem Live-Mitschnitt. Ich übergebe ganz kurz an mich selbst, erinnere euch dann aber nochmal an die schönen kommenden Events, bevor ich dann endlich an Julia und ihren Gesprächsgast Detlef Lohmann übergebe. Los geht's, viel Spaß mit Expedition Arbeit im Gespräch mit einem echten New Work Pionier. Und ich sage nochmal einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Expedition Arbeit, der Community zur Gestaltung der Arbeitswelt. Wir haben heute in unserer We-Session wir schreiben den 12. April 2023, haben wir wieder mal einen Impulsgeber, einen Gast, den gleich noch unsere Moderatorin Julia Henke vorstellen wird. Es ist der Auftakt für eine ganze Serie von Impulsgeberinnen und Impulsgebern, die wir hier zu Gast haben werden, Mittwochabend und in Zukunft. Und da bedanke ich mich gleich doppelt bei Julia, weil die diese Initiative übernommen hat. Bald auch freitags, einmal im Monat, gibt es jetzt eine We-Session von 13 bis 14 Uhr. Die normale We-Session, die übliche bisher, war immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Und das war für manche einfach nicht machbar, weil da Kegel, Kinder, Tango, alle möglichen Sachen, habe ich schon gehört, was die Leute da sonst machen müssen, nicht können. Und deswegen gibt es diese Alternative bald noch. Vielleicht gibt es irgendwann jeden Tag zwei We-Sessions. Im Moment diese beiden. Und die Serie, die heute startet, bringt uns heute zusammen mit Detlef Lohmann, den manche von euch oder viele von euch sicher schon kennen. Manche haben ihn auch schon persönlich bei unserem Basecamp in Freiburg kennengelernt. Und andere haben seine Bücher gelesen. Und er ist der erste, unter anderem folgen im April und Mai noch Mark Poppenborg nächste Woche am, das ist dann der 19. April, die Christina Grubendorfer aus Berlin von Lea, der Carsten Schermuli, gerade sehr, sehr gefragter Impulsgeber um das Thema New Work, auch mit Büchern. Und ich habe noch ein paar vergessen, die könnt ihr alle also nachlesen auf dem Eventkalender auf expedition-arbeit.de. Und damit genug der Vorrede. Ich übergebe jetzt und sage vielen Dank, dass du heute da bist, an die Julia Henke. Das Moderatorin-Mikrofon ist deins, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Florian. Du hast alles, was ich am Anfang sagen wollte, schon vorweggenommen. Das finde ich praktisch. Da kann ich mich gleich sozusagen in das Gespräch mit Detlef stürzen. Erstmal auch nochmal von mir. Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle da seid. Und hallo Detlef, schön, dass du da bist. Ja, hallo Julia. Ich freue mich, dass wir uns so schnell wiedersehen, nachdem wir ja neulich schon auf dem Basecamp in Freiburg ein bisschen sprechen durften. Viel zu kurz, wie ich fand. Aber da hatten wir schon mal Gelegenheit, in erster Linie über AllSafe eigentlich zu sprechen und die Art und Weise, wie ihr euch bei AllSafe organisiert. Und auch da könnten wir jetzt nochmal ansetzen. Haben das aber für heute nicht vor, weil heute wollen wir uns ganz den Inhalten deines neuen Buches widmen. Das heißt, mit gutem Gewissen, der gesunde Weg zum Wirtschaften. Kurze Frage in die Runde. Hat das von euch schon jemand gelesen? Okay, dann wird es umso spannender für euch. ich habe eine Menge Fragen mitgebracht. Ich habe es gelesen. Und werde sozusagen einfach starten. Wenn euch dabei Fragen in den Kopf kommen, könnt ihr die schon mal in den Chat schreiben. Den behalte ich ein bisschen im Blick. Florian behält ihn auch im Blick und wir versuchen, die dann einfach so mit einfließen zu lassen. Zusätzlich dazu würde ich am Ende einfach auch noch mal ein bisschen Zeit für Fragen einplanen. Aber wenn euch direkt zu einem Thema was einfällt, dann soll der Gedankenfluss ja nicht gestoppt werden. Genau, und ich mache den klassischen Einstieg, den klassischsten von allen. Detlef, was hat dich denn überhaupt bewogen, dieses Buch zu schreiben? Das Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise nachhaltiges Wirtschaften, im Mittelstand sagt man ja auch Enkeltauglichkeit für so ein Unternehmen herstellen, beschäftigt mich eigentlich schon ewig lang und so richtig intensiv habe ich mich 2010, 2011 das erste Mal damit beschäftigt, als ich eine CO2-Bilanz fürs Unternehmen erstellt habe. Aber auch schon davor war immer das Thema, wie können wir wirtschaften, ohne uns allzu sehr vom Kapitalmarkt und den häufig auch negativen Einflüssen, die am Kapitalmarkt herrschen, unabhängig zu machen. Und das geht halt einfach nur, wenn wir anders wirtschaften, als wir es bisher gemacht haben. Und ganz früh haben wir auch damit begonnen, eben auch
mit Mitarbeitern und mit den Menschen im Unternehmen anders umzugehen. Das waren ja die Themen der ersten beiden Bücher. Und mittags gehe ich heim. Und von daher sage ich, das beschäftigt mich eigentlich so im Unternehmen seit 20 Jahren und wahrscheinlich vorher auch schon. Ja, ich fand es spannend, also weil du in dem Buch ja tatsächlich, also du hast echt so einen ganzen Rundumschlag gemacht und das wirklich von auf vielen Ebenen betrachtet, das Thema. Also sowohl ökologisch global, dann sozusagen alles, was die Ökonomie betrifft, auf Makro- wie auf Mikroebene, aber auch politisch und auch aus der Sicht des Individuums. Und ich glaube, was man am Anfang verstehen muss, wenn man einsteigt, ist eigentlich eine ganz wichtige Unterscheidung, die du auch schon gleich ganz am Anfang ziehst. Das ist nämlich die Unterscheidung zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern. Kannst du das nochmal erläutern, was du darunter verstehst? Ja, ich glaube, so wie du sagst, es ist zentral. Erstmal aus dem Gedanken der Konsumgesellschaft, die wir heute haben, wo wir relativ, ich sag mal, gedankenlos alles Mögliche konsumieren. Und zwar nicht nur Lebensmittel und Kosmetika, also Dinge, die sich im täglichen Gebrauch auch verbrauchen, sondern wir konsumieren Kleidung, wir konsumieren zum Teil auch Möbel, wir konsumieren jede Menge langlebige Güter, die auf langen Gebrauch ausgelegt sind und tun so, als sind das Güter, die man einfach heute kauft, benutzt und morgen wieder wegwirft. Mhm. Und diese Unterscheidung, die ist uns, glaube ich, schon vor 40, 50 Jahren verloren gegangen. Eben in dem Moment, wo die Industrie versucht hat, immer mehr Produkte in den Markt zu drücken, hat man natürlich uns auch erzählt, dass wir immer mehr davon brauchen und das auch immer häufiger erneuern müssen. Mhm. Ja, das genau. Also ich fand das spannend. Ich fand die Salzstreuer, also sozusagen dieses Bild mit dem Salzstreuer da an der Stelle sehr einprägsam, die du auch beschreibst, wo du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht zwei und was macht jetzt die Industrie, damit ich mehr davon kaufe? Weil das ist die einzige Möglichkeit, sozusagen Wachstum zu erzielen. Also muss sie schauen, dass sie noch eins mit Weihnachtsmuster hat und eins mit Ostermuster. Und genau, und eins in Gold und eins in Silber und eins zu der Tischdeko, die heute in ist und morgen wieder was anderes. Und dann wirft man es weg und ja. Ich gehöre jetzt zu der Generation Babyboomer, bin 58 geboren. Da gab es noch sowas wie so einen Hausstand, der auch eben weitergegeben wurde. Und da gab es eben auch im Geschirr, hat man sich halt dann vielleicht auch erst zur Hochzeit schenken lassen. Und all so etwas ist ja weitestgehend verloren gegangen, weil wir leben in einem, da doch in einem Güterüberfluss und das mal wieder zu erkennen, was ist denn wirklich notwendig zum Konsumieren und was ist etwas, was wir letztendlich so anders anlegen müssen, dass es auf dauerhaften Gebrauch ausgelegt wird und auch dauerhaft genutzt und benutzt wird. Und das ist eine riesen Herausforderung für uns, die jetzt Produzenten sind. Oder überhaupt für uns, die jetzt Wirtschaft spielen. Ja, weil absolut. Wirtschaft spielen muss jetzt nach anderen Regeln laufen. Und das wird uns recht intensiv herausfordern. Ja, ich fand das spannend, weil du ja, also wir gehen ja noch auf diese Idee der Kreislaufwirtschaft noch im Folgenden näher ein, aber mal vorweggenommen schreibst du, dass Kreislaufwirtschaft sozusagen eine Möglichkeit ist, Wachstum zu erzeugen bei gleichbleibendem oder sogar geringerem Ressourcenverbrauch. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wieso bleibt Wachstum die Prämisse? Also ist nicht Wachstum eigentlich das Problem, diese auf Wachstum ausgerichtete Logik? Und die Frage habe ich mir natürlich auch immer gestellt, aber wir Menschen als Menschen streben halt immer nach mehr, nach was auch immer das mehr ist, aber wir Menschen sind von unserer Natur schon auf Wachstum ausgelegt und angelegt.
Und keiner ist mit dem zufrieden oder dauerhaft mit dem zufrieden, was er heute halt hat, sondern möchte, dass es irgendwie besser wird und schöner wird. Und wenn das nicht so wäre, wäre das System des Kapitalismus nicht so erfolgreich. Also das ist ja weltweit das letztendlich oder das global sich durchgesetzte Wirtschaftssystem. Mhm. Und von daher bin ich schon überzeugt, dass wir Wege finden müssen, wie wir tatsächlich auf der einen Seite Wachstum generieren können, vielleicht aber Wachstum auch anders noch definieren. Wachstum muss nicht mehr vom Gleichen bedeuten, sondern könnte ja auch eine Vielfalt von Dingen bedeuten. Das heißt, mehr Zeit mit den Kindern gemeinsam zu verbringen, mehr Dinge, die im Sozialen ablaufen, die nicht unbedingt jetzt direkten Ressourcenverbrauch haben, sondern es hat sich natürlich alles sehr materialisiert. Und das ist, glaube ich, unser Problem dabei. Und man versucht alles irgendwie mit Geld zu messen und darüber halt immer doch das Wachstum zu definieren und größer zu machen. Also das Thema Kapitalismus und wie können wir leben ohne Wachstum, ich glaube, da diskutieren schon viele drüber. Mhm. Ich habe mich entschlossen, das anzunehmen, dass wir das in irgendeiner Form brauchen. Mhm. Ob das so intensiv sein muss, wie es bisher war, oder ob wir mit schrumpfender Bevölkerung, zumindest in der westlichen Hemisphäre, dann auch mit Null weiterleben können, weil Null bedeutet ja dann doch mehr wieder für den Einzelnen. Ich denke, das müssen wir als Gesellschaft auch herausfinden. Ja, also im Prinzip, also wenn ich das richtig verstehe, sagst du ja also sozusagen, dass dieses Wachstum, also weil es eben auch im Menschen angelegt ist, dass es sozusagen schon auch Gutes mit sich bringen kann, aber dass sozusagen dieser Nährboden, auf dem das aktuell stattfindet, nämlich diese Ausrichtung, dass es alles monetarisierbar sein muss sozusagen, dass da eigentlich das Problem liegt. Also diese Ausrichtung, alles irgendwie am Bruttoinlandsprodukt zu messen sozusagen, führt eigentlich zu genau diesen Auswirkungen, die wir da eigentlich beobachten. Und auch da ist mir so ein Bild im Kopf geblieben, das finde ich macht es nochmal ganz deutlich, weil du tatsächlich dann ja sozusagen dieses Wirtschaften, wie es aktuell ist, tatsächlich mit Krebs vergleichst, also ja. Mit einem, ja. Ich denke, das ist es auch so, wie es läuft, vieles davon. Nicht alles, aber vieles. Und inwieweit ist Kreislaufwirtschaft anders? Kreislaufwirtschaft, wir haben ja da zwei Ansätze. Das eine ist ja das Thema Cradle to Cradle. Geben alles, was wir irgendwann mal der Mutter Erde entnommen haben, der Mutter Erde wieder zurück und führen darüber einen ewigen Kreislauf und sind aber munter weiter dabei, halt zu produzieren und Produkte herzustellen. Das ist sicherlich ein Weg, der an der einen oder anderen Stelle funktionieren kann. Das ist ja das System auch der Natur, die wir dort haben, wo man dann eben einen Baum hat, irgendwann fällt er um, zerfällt wieder, wird wieder Nährstoff für neue Bäume. Das andere Thema der Kreislaufwirtschaft ist zu sagen, okay, wir haben Dinge, die sind für längeren Gebrauch ausgelegt und lasst uns doch mal schauen, wie können wir daraus ein Geschäftsmodell machen? Wie können wir gucken, dass Dinge, die lange leben, auch lange benutzt werden und über erst vielleicht Reparatur, später für Pay-per-Use solche Systeme bringen? Das ganze Thema der Share Economy läuft ja auch in die Richtung. Und das ist so der Gedanke, den wir aufgegriffen haben bei uns. Außerdem zu dem Thema, ja klar, irgendwann muss man schauen, dass man das, was man der Erde entnommen hat, auch so wieder zurückführt, dass es keine Schadstoffe weder in Luft noch Wasser oder Erde hinterlässt. Aber das wird in vielen Fällen nicht ganz einfach sein, weil der Kunststoff, der mal da ist und mal so in den Umlauf gekommen ist, den jetzt wieder zurückzuholen, ist schwierig. Bei Stahl und Eisen ist es etwas einfacher. Mhm. Andere Stoffe sind fast gar nicht mehr zurückzuholen. Das wissen wir ja auch, ne? Mhm.
Das heißt, kannst du mal beschreiben, wie ihr jetzt so dieses Prinzip aktuell bei AllSafe schon umsetzt? Wir haben halt begonnen zu sagen, wir produzieren ja Balken und Stangen für die Ladungssicherung. Das heißt, das sind Absperrelemente, die man auf dem LKW verwendet, aufstellt, damit die Ware dann nachher nicht verrutscht. Und solche Produkte sind im Prinzip veralten die nicht wirklich. Das heißt, Innovation findet bei uns nicht so intensiv statt, dass man sagt, da ist alle drei Monate eine neue Generation von IT-Chips, die dann mehr Leistung haben und da kann man da mehr Features haben, sondern das ist ein relativ einfaches, simples mechanisches Bauteil und kann für ein sehr, sehr langes Leben ausgelegt werden. Und das machen wir mit Made in Germany, designed und dann produced in Germany und derart zusammengebaut, dass es sehr leicht wieder zu demontieren ist, sortenrein zu recyceln oder Einzelteile zu entsorgen, aber dann eben auch wieder zu reparieren und erneut wieder in Umlauf zu bringen. Und das ist jetzt keine neue Idee. Ich meine, Dinge einzusammeln, zu reparieren, macht man für größere, teurere, komplexere Bauteile schon sehr lange. Motoren hat man überholt, Elektromotoren, Automotoren, Getriebe, Kupplungen, Anlasser, alles Mögliche. Was Neues ist, dass das jetzt für ein sehr, sehr einfaches, letztendlich für ein Consumer Product war. Also unser Produkt wurde bislang als Konsumprodukt wahrgenommen. Das kauft man einmal und danach wirft man es weg, wenn es nicht mehr funktioniert oder wenn man es nicht mehr haben will. Und das jetzt für so ein Low-Cost-Produkt zu machen, das als Investition zu sehen, das ist daran neu. Und eben auch darum, einen Service aufzubauen, dass wir wissen, wo sind die Stangen, wie, in welchem Zustand sind sie, möchte der Kunde sie jetzt repariert haben, dann holen wir sie ab, reparieren sie für ihn und stellen sie ihm dann wieder zur Verfügung. Und für all das zahlt er dann halt eine sogenannte Flatrate, das heißt einen festen Prozentsatz des Neupreises und bekommt dafür ein quasi neuwertiges Bauteil. Aber eben das Besondere daran ist, dass wir es nicht nur für unsere eigenen Stangen machen, sondern gesagt haben, es gibt genügend Stangen auf dieser Welt, lasst uns die alle einsammeln und die dann halt reparieren und wieder in den Umlauf zu bringen. Das heißt, wir machen das für alle Stangen, die auch alle Mitbewerber, die sonst so auf dem Markt sind, mal in den Verkehr gebracht haben und bringen die dann wieder als neuwertige, reparierte Bauteile in den Umlauf. Mhm. Und damit kann man natürlich enorm viel Ressourcen sparen, weil in der Regel sind es nur kleinere Dinge, die kaputt sind und nicht das ganze Teil. Und wenn man es vom gesamten Ressourcenverbrauch dann sieht, dann kann man dort mal schnell 60%, 70%, 80% Gesamtmaterial einsparen. Mhm. Und wie haben eure Kunden darauf reagiert? Es war bestimmt nicht so, dass die jetzt, weil im ersten Moment denkt man ja immer gleich so, ja, für ein gebrauchtes Teil wollen die ja bestimmt auch nicht das gleiche Geld bezahlen. Jetzt zahlen sie auch nicht. Sie zahlen zwischen 70%, 80%, 85% eines Neuteils zahlen sie für diesen Gesamtservice, das abholen und wieder zur Verfügung stellen. Wie reagieren die darauf, so wie wir alle darauf reagieren, wenn uns plötzlich einer erzählt, das, was wir gestern noch wegwerfen konnten, was ja auch einfacher war, als es irgendwie zu sammeln, wenn man dem dann sagt, leg das mal zur Seite, warte mal 14 Tage, dann sind da 10 Stück zusammen, dann hole ich die ab und stelle die dir wieder zur Verfügung und dann bekommst du neuwertige. Das ist ein Prozess, der dauert irre lange und es ist sehr viel Umgewöhnen. Ja, vor allen Dingen, ich stelle mir gerade so vor, ich meine, jetzt seid ihr eine Firma, die extrem prozessorientiert aufgestellt ist und relativ flink sozusagen im Reagieren auf Anforderungen aus dem Markt. Aber die Firmen, mit denen ihr da zusammenarbeitet, sind ja unter Umständen nicht so flink auf Veränderungen zu reagieren und wollen das vielleicht gar nicht. Ja, und für die muss das so, letztendlich muss es so einfach sein, dass der was Neuwertiges dort wieder hinbekommt, wie es vorher war, was wegzuwerfen und neu zu bestellen. Mhm. Und wenn dann nicht mehr Aufwand hat, dann macht das irgendwann mal. Und wenn es aufwendiger ist und wenn das auch der Aufwand nur ein zusätzliches Telefonat ist, macht das nicht. Mhm. Es hängt an so ganz vielen kleinen Details und an der Bequemlichkeit natürlich der
Konsumenten, das heißt der Kunden, die heute die Dinge benutzen und kaufen. Mhm. Um denen beizubringen, dass das, was sie gestern gekauft haben und als Wegwerfprodukt auch gekauft haben, dass sie das heute als langlebiges Produkt für ewig in den Umlauf halten sollen, das ist eine Idee, die hier überfordert sehr viele noch eine ganze Weile. Mhm. Obwohl es ihnen Geld spart und auch ein gutes Gewissen geben könnte. Mhm. Aber ja, das ist spannend, weil eigentlich ja sozusagen die Denkarbeit schon auf eurer Seite stattgefunden hat, sozusagen. Sie müssten das Angebot annehmen. Ja. Okay. Was ich ganz interessant finde, ich meine, dieser Aspekt ist ja einer, der ist sozusagen ja auch so ein bisschen kreatives Unternehmertum. Also man überlegt selber, was man mit seinem Produkt machen kann, in dem Fall sozusagen motiviert auch von deinem oder eurer Haltung zum Thema Ökologie. Aber in deinem Buch beschreibst du ja, also ist ja Wirtschaft nicht nur das reine Absetzen von Produkten, sondern du beschreibst noch ganz andere Bereiche des Wirtschaftens, unter anderem zum Beispiel auch die Art und Weise des Miteinanders in Geschäftsbeziehungen. Also du hast ein Kapitel, das heißt der ehrbare Kaufmann, und da geht es eigentlich darum, wie heutzutage Geschäftsbeziehungen häufig sehr einseitig dominiert sind. Ja, klar. Und es dazu eigentlich, also dadurch zu einem, zu so einem permanenten Misstrauens, so einer Misstrauenskultur kommt. Magst du das nochmal ausführen, was du da eigentlich für einen Punkt machst? Also ich komme ja aus der Automobilzulieferindustrie, da habe ich die ersten 15 Jahre meiner Karriere gearbeitet und war es dort gewohnt, mit ellenlangen Vertragswerken meine Lieferanten zu eben auch zu belästigen, aber genauso auch von meinem Kunden so ein ellenlanges Vertragswerk zu bekommen. Und wenn man da hingeguckt hat, dann waren natürlich da ganz viele Dinge drin geregelt, die so oder so im Gesetz irgendwo schon geregelt sind. Aber da, wo es darum ging, dass es um Ausgleich war, also dass etwas zu Lasten oder zugunsten des Lieferanten und des Kunden geregelt ist, wenn es in der allgemeinen Gesetzessprechung war, dann haben natürlich diese Gesetzesregeln, die uns die Konzerne vorgegeben haben und wir als großer Konzern auch unseren Unterlieferanten wieder vorgegeben haben, die haben dann einseitig all die Risiken nur nach unten weitergegeben und die ganzen Profits, die man hatte, für sich behalten. Das heißt, man hat eine Vertragssituation geschaffen von oben nach unten, die war überhaupt nicht balanciert und die war auch dann natürlich von einem hohen Misstrauen geprägt. Misstrauen, dass man dem anderen halt, der spürt, dass er über den Tisch gezogen wird, und gleichzeitig erzählt man ihm, das ist partnerschaftliches Verhalten. Also da. Und natürlich hat man dann nichts mehr dem anderen geglaubt und hat jede Menge extrem hohe Transaktionskosten. Das kennen wir alle, wenn wir in einer Misstrauensstruktur leben, haben wir hohe Transaktionskosten dadurch, dass wir alles zweimal überprüfen, Regeln überprüfen müssen, Gesetze oder sehr teure Rahmenbedingungen schaffen, anstatt dass man es macht, wie man es in einigen Fällen heute noch macht, nämlich sich in die Augen schaut, klärt, wer hat welches Interesse, akzeptiert, dass man für einen Interessensausgleich bestimmte Kompromisse schließt und dann eben sich schlussendlich die Hand gibt und damit auch einen Vertrag schließen kann. Also das geht alles heute noch. Und wenn man das halt macht, hat man halt einen Riesenvorteil im Sinne der Geschwindigkeit, weil Texte lesen, Texte gegenlesen, die austauschen, 20, 25, 30 Seiten, wo man zum Schluss, wenn man jetzt online hat, klickt man zum Schluss und noch hin akzeptieren, damit ich überhaupt dann die Dienstleistung komme. Das sind ja Probleme, die sind wir jeden Tag, jeder von euch mit konfrontiert. Und dem aus dem Weg zu gehen, das ist eine Art, wie wir mit unseren Kunden, wo es möglich ist, aber in jedem Fall mit unseren Lieferanten eben Geschäfte machen wollen und das auch in der Regel praktizieren. Also
in dem Fall gesundes Wirtschaften auch im Sinne von sozusagen mit den Ressourcen, also gar nicht nur mit den endlichen planetarischen Ressourcen umzugehen, sondern sozusagen auch mit den Ressourcen im Unternehmen, mit Zeit und natürlich dann auch mit Geld, gesund umzugehen, sich nicht vollzuladen mit diesen Regelwerken, die zu Misstrauen führen. Also verstehe ich das richtig, dass es darum geht's. Und es ist Geld, was ich spare, aber ich spare natürlich auch jede Menge negative Energie. Weil vieles von dem ist ja dann zumindest auf einer Seite frustrierend. Mhm. Und solche Texte austauschen, außer Jurist, macht das, glaube ich, keinem Spaß von uns. Ich gucke jetzt mal in den Chat, weil da hat sich einiges getan. Und ich lese jetzt erstmal das Erste, was hier... oder Florian, möchtest du vielleicht selber einfach, weil du hier die Frage gestellt hast? Ja, ich glaube, ein paar andere haben sowas Ähnliches geschrieben, dass es in vielen Branchen eben schon die Fahne hochgehalten wird und jetzt klar ist, wir müssen da was tun. Ökologische Nachhaltigkeit ist wichtig. Verbände stellen sich da auch immer ganz gerne vorne hin und machen das. Aber am Ende ist es dann doch so, dass man das ganz schön schwer hat, entsprechende Angebote zu platzieren, wenn sie denn nicht, also was du jetzt auch schon gesagt hast, super convenient sind. Also es muss quasi genauso einfach sein, wenn nicht noch einfacher. Und zweitens am besten auch gar nicht teurer. Ne? Also und das ist ja erstmal eine riesen Herausforderung für den Unternehmer, der sein Geschäftsmodell dahinter fragen muss. Und das ist meine Frage, die ich da reingeschrieben habe, ist, wie viel Hoffnung, Idealismus und persönliche Überzeugung steckt in so einer neuen Kreislaufwirtschaftsgeschäftsidee und wie viel Überzeugung eigentlich vom Geschäftsmodell, bevor du sowas startest? Bevor wir gestartet haben, war natürlich erstmal nur die persönliche Überzeugung, dass das gehen muss. Und ansonsten bin ich schon der knallharte Rechner. Das heißt, ich habe ein sehr gutes Zahlengefühl und kann recht schnell abschätzen, kann so ein Geschäftsmodell sich tragen und ist es profitabel. Und wir schreiben vom ersten Tag an damit zumindest keine Verluste und haben mittlerweile auch ein tragendes Geschäftsmodell, was eben Gewinne erwirtschaftet. Das heißt, das funktioniert und ist trotzdem preiswerter für den Kunden. Das heißt, es ist echtes Win-Win. Bedeutet aber knallhartes, was mal prozessorientiertes Handeln. Also wie organisiere ich Abholen? Wie kann ich das poolen? Wie kriege ich das so hin, dass da keine Leerfahrten entstehen und dadurch nicht zusätzliche Kosten und Aufwand? Also solche Sachen sind es, die da eine Rolle spielen. Und wie kriege ich so etwas letztendlich quasi mannlos organisiert, ohne dass da viele Menschen telefonieren müssen und damit relativ viel Zeit für eine banale Information. Ah ja, ich bin hier fertig, die Box ist fertig, steht dort und dort, hol mich dort ab. Das ist dann digitaler Workflow. Wiebke hat noch die Hand oben. Ja, in meinem früheren Konzern hatten wir was Ähnliches versucht mit den Verpackungen. Also wir haben Kühlware verschickt, das heißt, wir brauchten Styroporboxen, natürlich auch auf Erdölbasis und haben auch immer wieder versucht, die zurückzuholen vom Kunden. Aber innerhalb des Konzerns wurde ständig argumentiert, seid ihr sicher, dass das nicht sogar mehr CO2 produziert, als ihr einspart durchs Abholen, also durchs Wiederverwenden? Knallhart durchgerechnet hat es bei uns tatsächlich keinen, aber wir haben immer mit dem Widerstand oder gegen den Widerstand arbeiten müssen. Also, wir haben das gerechnet, der Fußabdruck, der jetzt bei den Transporttonnenkilometer entsteht, in Relation zu dem CO2, was in der Regel in dem, bei euch war es ja auch ein energieintensives Produkt, gespeichert ist, ist da ist häufig der Faktor 5, wenn nicht der Faktor 50 drin. Aber 5 ist das Minimum. Häufig ist es 50. Und was halt nicht mal das Produkt, das war nur die Verpackung. Ja, ich war war jetzt, das meinte ich in diesem Fall mit Produkt, also dieses Verpackungsprodukt, ja. Und das hätte sich immer gelohnt aus ökologischen Gründen. Mhm. Wie man es ökonomisch hinbekommt, ist halt eine Herausforderung. Hat sich nicht gelohnt. Ging es wirklich um die Ökologie. Ja. Also das ist eine Herausforderung, wie man das auch ökonomisch hinbekommt, dass eben statt der Entsorgungskosten man sich dann das Geld holt und dafür Transportleistung einkauft. Ja gut, Entsorgungskosten fiel ja bei den Kunden an für die Verpackung.
Und ja, wir haben die Transportkosten bezahlt. Also für uns hat es sich nicht gerechnet. War auch nicht machbar. Ja, wobei indirekt, wenn da ja ein grüner Punkt irgendwie drauf ist, hat man ja dann auch irgendwo den grünen Punkt schon bezahlt. Ne? Irgendeiner hat es ja immer gesagt. Ja, stimmt. Der war drauf. Natürlich musste er. Wenn der drauf war, dann hattet ihr ja schon die Entsorgungskosten. Mhm. Und die hätte man einfach rausnehmen müssen. Ah, okay. Da hat keiner dran gedacht, dass man die dann ja wieder reinholen könnte. Also ich versuche, im ganzen System zu denken. Mhm. Das sind so die Dinge, die werden häufig vergessen, dass irgendeiner ja was schon bezahlt hat. Und wenn ich das jetzt wieder mir zurückholen könnte oder in Zukunft gar nicht mehr bezahlen muss, dann fängt sich sowas etwas eher an zu rentieren. Nicht immer. Weil wir haben das gleiche Thema mit unserer Verpackung. Der Florian hat ja jetzt vor allen Dingen nach dem persönlichen, nach der persönlichen Überzeugung gefragt und was sozusagen der Unternehmer, die Unternehmerin mitbringen muss, um überhaupt gegen all diese Widerstände auf so eine Idee zu kommen und die dann durchzusetzen. Ich würde auch gerne nochmal darüber sprechen, weil letztendlich reden wir in dem Zusammenhang ja auch immer darüber, was kann denn eigentlich die Politik oder was muss die Politik an der Stelle leisten, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die überhaupt nachhaltiges Wirtschaften notwendig machen? Und ist es nicht überhaupt eigentlich die ureigenste Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass Wirtschaft nachhaltiger wird, um sozusagen dem Gemeinwohl entsprechend Zukunft zu sichern? Wie siehst du das? Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, ob das die Politik sein muss, weil die Politik sind ja auch wir. Wir sind ja die Wähler und wir bestimmen zumindest indirekt, welche Themen eine politische Relevanz haben. Und ob dann tatsächlich Politik auch sicherlich Rahmen setzen muss, da bin ich dafür. Ob sie alles regulieren muss, weiß ich nicht. Einiges ganz sicher. So viel, wie sie heute tut, vielleicht nicht immer. Mhm. Das ist vielleicht das eine oder andere aus der Balance gekommen. Weil wir brauchen beides. Du brauchst ein Stück Freiraum zum Gestalten. Mhm. Und wir brauchen Raum, wo wir uns hinbewegen können. Aber wir brauchen natürlich auch einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Wenn der halt zu eng gesetzt wird, dann macht sich die Bewegung halt keinen Spaß mehr. Ne? Mhm. Und die Politik setzt natürlich den Rahmen und von daher ist sie schon richtig und wichtig. Und wir haben ja ein paar sehr, sehr positive Beispiele. Ohne den Clean Air Act, der in den 70er Jahren in den USA begonnen hat und dann bei uns zur TA Luft geführt hat, ohne all das hätten wir halt immer noch sehr verschmutzte Luft und sauren Regen. Also daher ist es wichtig, an der einen oder anderen Stelle die richtigen Impulse und auch den richtigen Rahmen zu setzen und auch durch Verbote bestimmte Dinge einzuschränken. Hm. Ja? Und wo bräuchte man eigentlich mehr Freiraum? Wo ist schon zu stark überreguliert? Wo ist kein Handlungsraum mehr? Also ganz weit weg jetzt von dem Thema Nachhaltigkeit, aber wir sprechen ja auch in dem Thema Expedition Arbeit über Arbeitszeitmodelle. Wo wir überreguliert sind, ist ganz sicherlich bei dem Thema Arbeitszeiterfassung. Mhm. Also wir haben Vertrauensarbeitszeit in unserem Unternehmen seit über 20 Jahren, auch in der Produktion. Es gibt nirgendwo eine Zeiterfassung. Und jetzt werde ich seit Neuestem dazu gezwungen, als Unternehmen tatsächlich auch Arbeitszeiten wieder zu erfassen, obwohl wir Vertrauensarbeitszeit haben. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Da kommen noch so alte Klischees auf, dass der kapitalistische Unternehmer jetzt die armen Mitarbeiter ausbeutet. Ja, das gibt es, aber nicht mehr in Deutschland. Und dann kann ich vielleicht auch nicht mehr in Europa und nicht mehr in dem Maß, wie man es vor 100 oder 150 Jahren hatte. Und ich glaube, da sind so Dinge, da ist echt überreguliert. Mhm. Das ist ein kleines Beispiel. Milder Einspruch. Also ich denke, es ist wahrscheinlich überreguliert, aber die Tatsache, die Behauptung, dass es das in Deutschland nicht mehr gibt, stimmt nicht. Das gibt es durchaus. Man kann immer wieder von Beispielen lesen, dass Leute quasi rausgehen, sich ausstempeln, wieder reingehen und weiterarbeiten und das auch nicht freiwillig machen. Ja, und die Frage ist ja, ob das jetzt durch solche Verbote deshalb besser wird.
Nee, genau, an dem Beispiel halt kann man ja genau sehen, dass das wird halt umgangen. Also ich sage ja, überreguliert ist es, aber man braucht irgendeinen Weg schon, um Arbeitszeit für Mitarbeitende unter Kontrolle zu behalten und Missbrauch einzudämmen. Ob es der richtige Weg ist, der gerade gegangen wird, sei dahingestellt. Ja, okay, lass uns mal so stehen. Na, ich fand noch ganz spannend den Aspekt, weil ich tatsächlich in der Form noch nicht drüber nachgedacht habe. Und da geht es ja dann auch um Politik, wirklich zu sagen, okay, die Art und Weise, wie Steuern eigentlich erhoben werden und wie auf Arbeit Steuern erhoben werden, ist etwas, was man in der Theorie schon mal überdenken könnte. Also es ist nichts, was irgendwie festgeschrieben ist, dass das genau so sein muss. Und da führst du ja schon etwas auf, was tatsächlich einen gewaltigen Unterschied machen würde. Gut, aber die Idee ist ja auch nicht neu, sondern die ist ja schon in den 90er Jahren im Wuppertal-Institut entwickelt worden, wo man gesagt hat, lasst uns mal Arbeit komplett von allen Abgaben, sei es Sozialabgaben und Steuern, entlasten. Und wenn wir jetzt heute echten Ressourcenverbrauch, nämlich alles, was Ressource ist, ob Wasser, Eisen, alles, was wir benutzen, jetzt mit eben Sozialabgaben und Steuern belegen würden, dann würde natürlich der direkte Verbrauch jetzt viel intensiver besteuert werden und eben Ressourceneffizienz hätte einen ganz anderen Schwerpunkt bei uns. Ist aber ein System, kannst du nicht regional ändern, sondern könnte man nur global ändern. Jetzt war es aber eben so und bis in vielen Ländern ist es auch immer noch so, eben Arbeit ließ sich halt einfacher greifen und da konnte ich einfacher eben auch ein Steuer- und Sozialsystem drum aufbauen. Mhm. Weil Konsum ist jetzt und überhaupt dieses ganze Ressourcenverbrauch ist natürlich erst da ein Thema, da wo wir in großem Überfluss leben, wo alles in ausreichendem Maß vorhanden ist. Vorher hat man ja auch kein Steuersystem, ne? Früher war es halt der Zehnt und der Zehnt war halt die Arbeit. Und klar, das wurde dann Abgaben in Form von Getreide. Geld war ja dann erst das spätere Mittel dazu. Ja, aber was es halt natürlich schön zeigt, ist, dass wir relativ viel so diese historisch gewachsenen Strukturen haben, die einfach aus einer anderen Zeit kommen und es natürlich die Frage ist, also oder man natürlich die Herausforderungen der aktuellen Zeit verstehen muss und überlegen muss, ob diese gewachsenen Strukturen noch passen. Das noch passt, ja klar. Würde natürlich brutal helfen. Plötzlich würden, nehmen wir es mal, alle Materialien, alles, was wir als Materialeinsatz haben, wahrscheinlich um den Faktor 3 bis 4 mal teurer werden. Und Arbeit würde ja um diese Kosten, die wir heute in der physischen Arbeit haben, plötzlich entlastet. Und mit einmal würden wieder Dienstleistungen eine ganz andere Attraktivität haben für uns eben auch zum Einkaufen, anstatt Material eben zu verbrauchen. Wir würden vielleicht auch anders konsumieren. Und auch das würde ja wieder Wertschöpfung bedeuten und damit auch ein gewisses Wachstum. Das würde auf jeden Fall auf unglaublich vielen unterschiedlichen Ebenen einen Einfluss haben. Genau. Nur das können wir ja nicht regional ändern. Das können wir weder in Deutschland ändern noch in Europa, sondern dann müssten wir schon relativ global uns einigen, dass das ein gutes System ist. Ja. Und da schnauft man dann tief durch und überlegt wieder, was man vielleicht auch im kleinen Umfeld machen kann. Genau, dann kann man halt im Kleinen was tun, was man direkt beeinflussen kann, weil es ist im Augenblick unrealistisch zu glauben, dass das morgen passieren wird, wenn man sieht, wie schwer wir uns mit der CO2-Steuer europaweit tun und weltweit noch viel weiter davon weg sind. Und das wäre hier so ein ganz, ganz erster Schritt, wo man ja beginnt, mal wieder Ressourcenverbrauch direkt zu besteuern. Ja, und dann, also du hast relativ am Ende schreibst du ja, dass du das Ganze sozusagen als blaues Wirtschaften bezeichnest, wahrscheinlich so in Abgrenzung zum Grün. Und zu dem reinen Grün, ja, weil das Grün ist halt bei uns eher so wir sparen, wir machen
produzieren weniger oder wir konsumieren weniger und wir gehen in so einen Recycle-Prozess rein und haben auch dann schon ein gutes Gewissen, wenn wir halt im grünen Sack alles oder in dem gelben Sack alles gesammelt haben, was wir dann halt irgendwo in Malaysia wieder in den Flüssen rumschwimmen sehen. Ne? Mhm. Um da zu unterscheiden, dass wir halt letztendlich drei Perspektiven brauchen in der Nachhaltigkeit. Wir brauchen diesen Gedanken in der Gesellschaft, wenn man es mal sagt, bewusster zu konsumieren, mit Konsum überhaupt bewusster umzugehen und in der Gesellschaft auch für mehr Balance zu sorgen zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die arbeiten wollen und können. Und dann eben das Thema des grünen Wirtschaftens, nämlich des sparsamen Umgangs mit Energie, mit allen Ressourcen und gleichzeitig einen dritten Aspekt, nämlich das blaue Wirtschaften zu schauen, dass die Dinge, die eine lange Lebensdauer haben, das heißt die echten Investitionsgüter, eben auch langlebig ausgelegt werden und auch dann mit einem langen Leben uns erfreuen. Und angefangen von den Möbeln, die wir bei uns wieder zu Hause kaufen, die wir eben nicht nach 5 Jahren rauswerfen, sondern früher hat man Möbel auch an die Kinder weitergegeben, weil sie so hochwertig waren. Heute will das natürlich häufig keiner mehr, weil alle 5 Jahre gibt es eine andere Mode. Und dann gibt es grün und dann gibt es blau und dann braucht man braun. Mhm. Dieser Aspekt des Dinge kaufen, die ein langes Leben haben, die wieder reparieren, die lange am Leben zu halten. Das ist ein neuer Aspekt, der eben aus meiner Sicht auch dazugehört. Und das nennen wir halt das blaue Wirtschaften. Und was ich noch darunter auch verstanden habe, aber das kannst du noch mal sagen, ob ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen in dieses Wirtschaften, aber auch eben den Menschen wieder mit einzubeziehen. Und sozusagen dieses Thema selbstwirksame Arbeit auch als einen wichtigen Aspekt sozusagen innerhalb dieses Wirtschaftens zu sehen. Ich meine, das ist ja was wir halt als Community auch immer wieder thematisieren. Wirksam sein in der Arbeit, sinnvoll Arbeit erbringen können, dafür Raum zu schaffen. Den Aspekt hatte ich, also wir haben diese bei uns in diesem Thema 3 Kreise, den hatte ich in dem roten Kreis, in dem gesellschaftlichen Kreis drin. Das heißt, dort auch Sinnstiftung zu haben, das ist Arbeit zu bieten, die menschenwürdig ist und Menschen so zu behandeln, wie sie als Menschen behandelt werden wollen. Und zwar überall. Auch bei der Arbeit, aber eben auch sonst in der Gesellschaft. Mhm. Es tauchen hier gerade noch mal Fragen auf. Hier steht, wie kamst du denn eigentlich auf den Titel mit gutem Gewissen? Was steckt da alles drin? Auch ein moralischer Aspekt? Fragezeichen? Nee, Moral ganz sicherlich nicht, sondern es war eher diese Frage, jeder möchte ja ein gutes Gewissen haben, wenn er abends sich hinlegt ins Bett und wenn der Tag gut gelaufen ist. Und gerade an die Wirtschaft vielleicht ein Stück weit Appell, überlegt mal, könnt ihr mit dem, was dort läuft, euch abends mit gutem Gewissen hinlegen und könnt ihr damit gut einschlafen? Also, ich glaube, das war ein Gedanke, der dabei eine Rolle spielte. Mhm. Kann ich mit dem, was ich tue, ein gutes Gewissen haben? Ich glaube, jeder, der von uns Verantwortung hat, sollte sich diese Frage immer mal wieder stellen und sein Tun im Geschäft, sein Handeln damit hinterfragen. Tue ich das mit gutem Gewissen? Aber da prallt ja dann schon die Wirtschaft auf die Moral, wie wir es hier in der Runde auch schon 1-2 Mal besprochen haben. Ist Moral, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist ein Wertemaßstab. Hm. Ja gut, Werte sind ja dann in der Moral verortet. Also es ist ja auch, also würde ich jetzt mal so sagen, also nur weil Moral an manchen Stellen, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, die Wirtschaft ist meinetwegen moralisch dicht, heißt das ja nicht trotzdem, dass man über moralische Werte nicht trotzdem in der Gesellschaft diskutieren darf. Ja. Außerdem ist ja ein interessanter Aspekt des Unternehmertums, den Detlef ja auch dann in seinem ganzen Leben jetzt so nachweist, dass man manche Dinge dann trotzdem machen kann und dieses bisschen wie so eine semipermeable
Geschichte. Also so dicht ist es dann doch nicht, weil er als Person irgendwie schafft, mhm, doch bestimmte Werte natürlich eher durchzulassen an sein Unternehmen und an seine Geschäftsidee als vielleicht andere. Also auch wenn du es nicht Moral nennst, aber deine Werte, du hast ja bestimmte Sachen, denen, ja, absolut, ist vielleicht Bauchgefühl, ne? Aber das machst du halt anders als andere. Da würden andere sagen, nee, also schau mal hier, BWA und irgendwie Bilanz, das geht nicht, das ist mir viel zu riskant. Aber weil du halt selber Unternehmer bist, im besten Sinne, kannst du auch solche Dinge eben gegebenenfalls anders tun. Es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo das möglich ist. Ja, wobei BWA und Bilanz, da bin ich dann schon ein Stück weit geknebelt. Ich bin Minderheitsgesellschafter und mein Mehrheitsgesellschafter ist eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Und alles, was ich tue, wird ganz zum Schluss danach bemessen, ist es ausreichend rentabel für die, weil wenn das nicht der Fall wäre, würden sie es nicht zulassen, nicht allzu lange. Mhm. So. Macht aber noch mehr Mut, finde ich, weil es könnte ja bei vielen, wäre das ja schon der Punkt zu sagen, ja gut, das ist ja meine Hauptausrede. Ich habe hier Gesellschafter und Aufsichtsrat, die sagen, möglichst profitabel. Und irgendwo hast du es ja geschafft, als der handelnde Unternehmer dann doch, die zu überzeugen, dass du die Sachen anders zu machen, oder? Nee, überzeugt habe ich die nicht. Ich habe es einfach gemacht. Naja, und mit Rendite bewiesen, dass es funktioniert, oder? Genau, das war der Unterschied. Ich habe es erst gemacht und habe nicht um Erlaubnis gefragt, sondern ich habe es getan. Und ich bin natürlich in einer gewissen Hinsicht dann in einer privilegierten Situation. Ich bin ja Gesellschafter und die Gesellschafterrolle kann mir ja keiner wegnehmen, auch meine Mitgesellschafter nicht. Und wenn das, was ich tue, letztendlich nicht erfolgreich ist, dann können sie mich ersetzen, dann profitiere ich halt von dem Geschick des Nächsten. Mhm. Also das heißt, für mich als Individuum und auch als Familie steht da nicht ganz so viel auf dem Spiel. Es steht halt nur meine Karriere und mein persönliches Ego dann aufs Spiel, ne? Was ich daran halt immer so inspirierend finde, ist, dass das sozusagen, also wir brauchen, wie ich finde, noch viel mehr von diesen Vorbildern, die einfach zeigen, dass auch in diesem gesteckten Rahmen es eben möglich ist, also den sozusagen maximal auszunutzen. Das ist ja auch immer das, was ich mir zum Beispiel in Schulen wünsche von Lehrerinnen und Lehrern und in anderen Bereichen sozusagen. Da ist zwar ein Rahmen gesteckt, aber es ist trotzdem noch wahnsinnig viel Spielraum, den zu gestalten. Und genau das zeigst du ja, dass du, obwohl du da tatsächlich Grenzen hast, innerhalb dieses Rahmens sozusagen maximal alles experimentell ausprobierst. Das ist richtig. Und der ist natürlich deutlich größer, als jeder von uns das eben glaubt. Und auch als Angestellter habe ich diesen Rahmen regelmäßig sehr weit gedehnt. Und ich bin stolz drauf, dass ich, obwohl ich ein sehr, sehr schwieriger Mitarbeiter war, nie aus dem Unternehmen entfernt wurde, sondern das dann selber für mich entschieden habe, dass ich da weggehen möchte. Und ich war wirklich ein Schwieriger. Das heißt, mit Geld war ich nicht zu führen. Dann auch bei Zielvereinbarung gesagt, die könnt ihr wieder mitnehmen. Ich mache das nicht. Ja, das bringt mich so ein bisschen... Das soll halt nur ermutigen, das geht, aber das kostet natürlich unter Umständen eine persönliche Karriere. Ne? Das hat mich jetzt im Konzern nicht sonderlich weit nach oben gebracht. Und das finde ich noch so einen spannenden Punkt. Das war auch einer, den ich nochmal, den ich auch im Buch toll fand, dass der nochmal aufgetaucht ist und den es irgendwie sich lohnt, immer wieder zu betonen, ist dieses Thema mit der, also wirklich Selbstständigkeit, also dieses also sozusagen in diese Situation kommen. Also wenn wir von selbstwirksamer Arbeit reden, dann geht es ja häufig darum, wir wollen Verantwortung übergeben, Verantwortung annehmen und so weiter und so fort. Aber wirklich dieses auch, also sozusagen zu sagen, okay, ich bin in vielen Momenten wirklich selbstbestimmt. Ich muss mich eigentlich nur entscheiden und muss aber auch die Konsequenz tragen. Und dass diese Haltung sehr wenig ausgeprägt ist und erst wieder erlernt werden muss, weil, ich hatte es gerade schon, die sozusagen durch Schulen und andere Einrichtungen uns eigentlich systematisch abtrainiert ist, aber dass das eigentlich auch was ist, was sozusagen für diese selbstwirksame Arbeit unerlässlich ist. Das hat mich sehr beeindruckt, die Art und Weise, in welcher Konsequenz ihr das bei AllSafe durch
durchsetzt sozusagen, dass die Menschen eben diese Verantwortung auch übernehmen wollen. Ja gut, das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir unsere Führungsleitlinie mit dem Satz beginnen, Menschen sind frei und verantwortlich. Und je mehr Freiheit ich möchte, umso mehr Verantwortung bekomme ich. Und wenn ich die nicht mehr tragen möchte, dann muss ich halt auch in Unfreiheit weiterleben. Und das kann ich jeden Tag im Großen und im Kleinen praktizieren. Wenn einer jetzt eine Entscheidung nicht treffen möchte, dann darf er auch hinterher nicht drüber meckern, wenn sie anders ausfällt, als er sie getroffen hätte. Mhm. Und das kann man dann dem Kollegen auch immer wieder direkt sagen und das sagen wir dem auch. Und wenn er es halt anders möchte, darf er es anders entscheiden und probiert das aus. Muss unter Umständen aber auch die Konsequenzen seines Handels tragen. Ja, das heißt, wenn es schief geht, aufräumen, was Neues aufbauen oder. Also das geht ja auch im Kleinen. Mhm. Und klar, wir wurden natürlich zu Unselbstständigkeit erzogen und Politik hat da natürlich höchstes Interesse dran. Jede Subvention soll ja unser Handeln lenken und nimmt natürlich die Freiheit, selbst zu handeln. Mhm. Hat mich elendlang behindert, im Sinn von, weil ich keine Subvention wollte, habe ich ganz lange keine PV-Anlage installiert. Mhm. Ich das einfach, diese Gängelung nicht mag. Nehme auch keine Subventionen an, will das alles nicht. Und das ist natürlich ein Stück weit Freiheitsgedanken, den kann auch nicht jeder leben. Ja, also der Einwand kam gerade von Wiebke auch im Chat. Ich stimme oft zu, das Risiko kann aber nicht jede Person eingehen. Jobverlust kann eine existenzielle Krise sein, zum Beispiel. Ja. Wobei ich ja dieses Risiko auch hatte als Angestellter lange Zeit und jedes Mal genau mir überprüft habe, mit wie wenig kann ich meine Familie ernähren und mit wie wenig ist sie zufrieden. Mhm. Und das ist erstaunlich wenig, was man da wirklich braucht. Und wenn man das sich mal bewusst gemacht hat, auf was man alles verzichten kann, dann fällt auch das Handeln mit Freiraum nicht mehr so schwer. Trotzdem sollte uns immer mal wieder bewusst sein, dass das schon eine privilegierte Position ist, so entscheiden zu können. Also ja, für manche Menschen, da ist nicht mehr viel Spielraum mit, ich kann noch was einsparen. Ja, absolut. Und klar. Denen kann ich das nicht zum Vorwurf machen, wenn sie sich eben nicht, also ihr Skin in the Game nicht ausnutzen. Ja, auch das verstehe ich. Trotzdem, bei aller Härte, die auch bei den Menschen da ist, die jetzt mit sehr wenig Geld eine vierköpfige Familie ernähren müssen. Es ist keiner, der letztendlich an Hunger stirbt. Das heißt, wir haben ein soziales Netz, was deutlich enger und dichter ist als an vielen Stellen auf der Welt. Das heißt, er hat selbst die Freiheit zu entscheiden, ob er dort oder dort arbeiten möchte. Er hat in diesem Fall sogar die Entscheidung, ob er überhaupt arbeiten möchte. Er hat die Konsequenz dann zu tragen, dass er unter Umständen sich viele Dinge nicht mehr leisten kann. Das ist müssen tun wir alle nicht. Das ist erstmal, was wir überhaupt lernen müssen. Wir müssen nichts müssen. Okay. Ja, es gibt immer noch Sanktionen. Also wir müssen schon, also eine Bürgergeldempfängerin hat immer noch unter Sanktionen zu leiden, wenn sie das ablehnt, bestimmte Arbeiten zu übernehmen. Ich gebe dir in manchen Punkten sicherlich recht. Also bei Angestellten sehe ich auch oft ganz wenig diesen Willen, auch mal Verantwortung zu übernehmen. Also da ist viel Meckern und wenig. Ich mache es dann mal und riskiere halt auch mal einen Anschiss. Das wäre ja nicht, teuer, so ein Anschiss. Eben. Es ist ja nicht immer gleich die Kündigung im Spiel. Genau. Ich finde nur, wir dürfen nicht vergessen, dass es für manche Menschen wirklich um viel geht, um wirklich die Existenz. Und gerade wenn es Bürgergeldempfängerinnen sind. Da geht es wirklich darum, wenn die können sich keinen Monat Bürgergeldstreichung leisten. Dann ist man nämlich unterm Existenzminimum. Und, für Angestellte gebe ich dir recht an vielen Punkten. Ich muss ja hier leider als auch Zeitwächterin an dieser Stelle, obwohl es gerade total spannend ist,
einen Blick auf die Uhr werfen und sagen, es ist eine Minute vor 19 Uhr. Ich frage nochmal, brennt noch jemand eine Frage auf der Seele an dieser Stelle? Ich würde noch eine Sache, die mir wieder eingefallen ist. Detlef, ich habe mal irgendwann in so einer ähnlichen Diskussion, ist mir das mal durch den Kopf geschossen und dann habe ich es jetzt geparkt und jetzt ist es wieder aufgetaucht. Der Begriff von der Convenience, also der Bequemlichkeit als Gift, so, also die alles so unheimlich schwer macht, weil Leute halt irgendwie wirklich nur sich bewegen, wenn es irre wehtut scheinbar oder wenn es irgendwie schon die Monsterkrise ist. Also die Videokonferenzen haben wir erst gelernt, nachdem eine Pandemie uns dazu erziehen musste. Ja. Hast du noch einen Tipp dafür am Schluss, wie man vielleicht allgemein, ist das einfach so? Ist der Mensch so? Ist man bequem? Ich glaube schon, dass der Mensch bequem ist und dass wir erst einen gewissen Leidensdruck benötigen, bevor wir uns bewegen. Mit allem, was das betrifft. Wann wirst du beginnen abzuspecken, wenn es tatsächlich drauf ankommt? Dass du damit dein Leben verlängerst und du dann auch an deinem Leben hängst. Ansonsten sagst du, dann sterbe ich halt dick. Ja. Ich glaube das schon, dass das in uns drinsteckt, diese Bequemlichkeit, nämlich ein Stück weit mit den Ressourcen haushalten. Energie sparen. Ja, Energie sparen als ganzes Jahr. Das ist so als Oberbegriff drin und das wird halt brutal genutzt von allen, die Wirtschaft betreiben. Ja, umso mehr fallen wir wieder auf List und Humor zurück. Es begleitet uns. Diejenigen, die schon Ideen sozusagen haben und eine Vision, was nötig ist für die Zukunft, müssen sich mit Humor eine List überlegen, wie sie die anderen dazu bewegen, aus ihrer Bequemlichkeit zu kommen. Bewegen, ja. Okay. Lieber Detlef, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier in der Re-Session zu besuchen. Ich fand, es war eine tolle Stunde, sehr spannend. Wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen. Ich hoffe, alle anderen haben jetzt auch nochmal Lust bekommen, es zu lesen und nehmen genauso viel Inspiration mit wie ich. Also ganz herzlichen Dank. Danke dir, Julia, und danke an die Community. Detlef Lohmann, was für ein Typ, was für ein Lebenslauf und was für eine Unternehmerkarriere. Holt euch seine Bücher, kann ich nur empfehlen. Sie lesen sich wunderbar und geben euch jede Menge Denkhausaufgaben und Inspirationen mit auf den Weg. Bevor ich nun mein müdes Haupt gleich auf das nächtliche Ruhekissen lege, noch die versprochene akustische Übersicht über die bereits im Vorverkauf befindlichen bzw. geplanten Community-Events. Die ersten habe ich schon erwähnt, aber man vergisst ja so schnell. Also am 29.04. das Expedition Arbeit Basecamp in Franken, genauer gesagt in Fürth bei der Brand Ad AG, Tickets bei Eventbrite. Am 5.05.2023 das VUCA Welt Barcamp in Co-Gastgeberschaft mit Expedition Arbeit. Auch hier gibt es Info und Tickets bereits und zwar unter der Website vukawelt.de, VUCA mit VUKA-Welt.de. Dann am 11. Mai das Augenhöhe Camp in Hamburg, das wir auch als Co-Gastgeber mitvertreten. 11. Mai in Hamburg. Und dann geht es weiter am 9.09.2023. Der neueste Zugang in unserer Basecamp-Sammlung ist das Basecamp, das Expedition Arbeit Basecamp Berlin. 9. September kann man sich so gut merken, save a date. Noch gibt es keine Tickets, aber bald. Das Team ist schwer am Schuften, damit das alles da feststeht. Und reserviert euch am besten die Tage außenrum, also 8. und 10. September auch noch, denn Ralf und Nadine und Verena haben da sich schon einiges an Rahmenprogramm ausgedacht. Schließlich noch ein letzter Termin. Am 24.10.23 kommt Leonie Müller mit ihrem New Work Van nach Freiburg. Dann machen wir eine Expedition Arbeit Meetup hier in Freiburg im Südwesten. Und sie wird uns erzählen, was der Umbau eines Vans damit zu tun hat, wie man eine Organisation umbaut. Info und Tickets gibt es bereits unter Eventbrite, Meetup Freiburg. Alle Links natürlich im Eventkalender und auch in den Shownotes. Weitere Basecamps sind in Planung für München im September, Hamburg im November, Bremen, Kiel gibt es noch welche, eine Kooperation in Salzburg mit dem World Vision Barcamp ist in der Pipeline. Dann gibt es eins im Oktober im Rhein-Main-Gebiet, auch das sollten wir bald wissen und vielleicht kann ich auch unseren oberösterreichischen Linzer Wortebäcker Alex Jungwirth zu einem Meetup in Linz und Umgebung im November überreden. Ich werde da wohl in der Gegend sein, bisher wusste Alex noch gar nichts davon,
Dafür wisst ihr jetzt ganz schön viel. Und alles, was ihr wieder vergessen habt, ich habe schon mal gesagt, Ticketlinks und so weiter, findet ihr auf der Website expedition-arbeit.de unter Events im Eventkalender. Das war es jetzt aber wirklich. Ich grüße euch in weit und fern und hoffe, euch bald alle in Person, live und in Farbe irgendwo zwischen Appenzell und Zwickau, zwischen Wien und Mönchengladbach, zwischen Freiburg und Bremen zu sehen und zu erleben. Euer Florian ruft euch zu, Glück auf, Expedition Arbeit, und bleibt auf der Reise, bleibt am Boden und bleibt dran.